Der Thüringer Verfassungsschutz hat seit 2006 Kai-Uwe Trinkaus als V-Mann Ares geführt. Trinkaus ist nicht irgendein Rechtsextremist gewesen. Er war einer der aktivsten Neonazis Thüringen. Die NPD ernannte ihn zum Kreischef in Erfurt. Trinkaus eröffnete das erste Bürgerbüro der rechtsextremen Partei in Erfurt. Mit Spitzelgeldern, wie er behauptet. Trinkaus gründete oder unterwanderte mindestens 8 Vereine. Eine Strategie, mit der die NPD in die Mitte der Gesellschaft eindringen wollte. Der Bund der Vertriebenen wurde unterwandert, ein harmlos wirkender Schöner-Leben-Verein gegründet. Seinen größten Coup landete Trinkaus allerdings bei der Linken. Dort schleuste er einen seiner Kameraden als Praktikanten ein. Enttarnt wurde er erst durch einen MDR-Bericht. Auch bei den Jusos der SPD-Jugendorganisation tauchte Andi F. ein. All das sei mit dem Geheimdienst abgesprochen worden, erklärte Trinkaus nun. Als 2007 eine Neonazi-Kneipe überfallen wurde, veröffentlichte Trinkaus im Internet eine Liste der 11 Verdächtigen. Die Personalien will er aus dem Amt bekommen haben, sagt Trinkaus heute. Das Amt habe die NPD in Erfurt erst groß gemacht, so der ehemalige Spitzel. Aufmarsch der Neonazis. NPD-Parteitag. Auch die geheimen Spitzel vom Verfassungsschutz feiern mit. Die sogenannten V-Leute sind mittendrin. Berlin. Stolz ist man hier auf die vermeintliche Wunderwaffe. Nur so habe man die Nazi-Szene unter Kontrolle. Die V-Leute seien also unentbehrlich. Experten bezweifeln das. Ich halte die V-Leute deshalb für entbehrlich, weil sie so problematisch sind. Also man kann sich auf sie nicht verlassen. Es gibt viele V-Leute, die erfinden Material, um sich beim Verfassungsschutz interessant zu machen. Es gibt V-Leute, die wählen das Material aus. Das wirklich Interessante berichten sie gar nicht weiter. V-Leute, das klingt nach Agenten, nach eingeschleusten Beamten. Doch in Wirklichkeit sind es ganz normale Nazis, die sich etwas dazu verdienen wollen. Etwa Wolfgang Frenz. Er war V-Mann für den Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen, mehr als 30 Jahre lang. Zuletzt saß Frenz im Bundesvorstand der NPD, ein Nazi mit Leib und Seele. Wenn es Auschwitz nicht gegeben hätte, müsste es für die Juden von heute erfunden werden. Frenz trifft sich fast wöchentlich mit dem Mann vom Verfassungsschutz, jahrelang. Und das führte natürlich auch zu Männerfreundschaften. Ich hatte da einen, mit dem ich also auch viel dann hinterher privat verkehrte. Wir gingen also zusammen angeln, wir gingen zusammen ins Kino, einmal sogar in der Oper. Unsere Frauen trafen sich. Wir haben dann viel Wein zusammen getrunken, auch privat. Frenz fühlt sich nicht als Verräter. Die Erklärung ist einfach. Große Teile seines staatlichen Honorars lieferte er offenbar bei der Partei ab. Hunderttausende Mark vom Staat an die Rechtsradikalen. Sie haben immerhin es mir ermöglicht, die NPD in Nordrhein-Westfalen zu gründen und die NPD aufzubauen. Und das war nur möglich mit den Honoraren, die ich vom Verfassungsschutz bekam, aber an die NPD dann weitergegeben habe in Form von Spenden. Das Geld fließt also vom Staat über den Verfassungsschutz und die V-Leute in solche Organisationen hinein, die entweder kriminell sind oder ausländerfeindlich oder rassistisch, antisemitisch oder alles zusammen. Auch dies sind V-Leute, mit deren Hilfe der Verfassungsschutz unseren Rechtsstaat schützen wollte. Er war V-Mann vom Verfassungsschutz NRW, verurteilt wegen Drogenhandels und illegalen Waffenbesitzes. Ein weiterer V-Mann vom Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern, ein gefährlicher Brandstifter. Auch er, V-Mann, vom Verfassungsschutz Brandenburg, verurteilt wegen Mordversuchs. Und dieser V-Mann vom Verfassungsschutz Thüringen, ein knallharter Hetzer und Antisemit. Kriminelle und Antisemiten, gut bezahlt vom Staat. Vor 6 Jahren scheiterte das Verbot der Partei an den V-Leuten. Die Verfahren werden eingestellt. Im NPD-Verfahren haben die V-Leute mit Sicherheit nicht der Verfassung genutzt, sondern unter dem Strich der NPD, denn sie haben verhindert, dass es zu einem wirklichen Verbotsverfahren in der Sache kam. Anführer des Thüringer Heimatschutzes ist Tino Brandt. Brandt ist Spitzel des Verfassungsschutzes. Er kassiert über Jahre staatliche Gelder, die er für seine Nazi-Aktivitäten nutzt.
Die sind mit Sicherheit in den Aufbau unserer Internetseiten mitgeflossen. Die sind mit Sicherheit für Rudolf-Hess-Aktionen geflossen, für Aufkleber, was wir gemacht haben, und für verschiedene andere Aktionen, die wir gemacht haben in Thüringen. Nun ist drastisch formuliert. Kann man sagen, der Verfassungsschutz hat den Aufbau des Thüringer Heimatschutzes mitfinanziert? Mitfinanziert, ja, mit Sicherheit. Uwe Luthert war lange Mitglied der NPD und war auch jahrelang in Führungsverantwortung, in Führungsfunktion in der NPD. Und dann sind Sie, Herr Luthert, im Jahre 2007 aus dieser Partei ausgetreten. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Ich bin im Jahr 2006 in den Vorstand gewählt worden und habe sehr schnell gemerkt, nach einigen Wochen in diesem Vorstand, dass es sich bei dieser Partei, der NPD, nicht um eine Partei handelt im eigentlichen Sinne, sondern um eine rassistische kriminelle Vereinigung. Wir wurden angewiesen, zu schikanieren, zu bedrohen, zu provozieren. Und wenn dieses drei Punkte, das war das Drei-Punkte-Programm der NPD, nicht funktionierte, dann wurde Gewalt angewendet. Und da, auf dieser Schiene wollte ich nicht mitschwimmen. Sie haben den Verfassungsschutz gewarnt vor der NPD. Sie haben ihn genau darauf aufmerksam gemacht und haben damals gesagt, da entsteht sowas wie eine braune Armee-Fraktion. Wie haben die Verfassungsschützer reagiert? Also da muss ich erst mal weit ausholen. 2006 kam es vor dem sogenannten Braunen Haus in Jena zu einem Übergriff. Da wurde ein linker Jugendlicher krankenhausreif geschlagen. Dementsprechend habe ich dann mit meiner Frau und meiner Tochter eine Aussage beim Staatsschutz gemacht, entgegen dem Rat meiner ehemaligen Kameraden, damit diese Leute zur Verantwortung gezogen werden. In dieser Sache habe ich damals dem Staatsschutz Jena schon mitgeteilt, dass ich im Kreis Weimar eine sogenannte braune Armee-Fraktion formiert, ja, die wahrscheinlich Anschläge verüben werden. Und die Frage war, wie der Verfassungsschutz darauf reagiert hat. Sie haben das ja den Vertretern gesagt. Belächelt worden dafür, für die Aussage. Dass es in dieser Szene V-Leute gibt, ist bekannt. Auch darüber werden wir noch reden. Ist genauso bekannt, in welcher Form tatsächlich Gelder, die diese V-Leute erhalten, auch von den staatlichen Behörden, dann zum Aufbau von beispielsweise eben auch NPD-Strukturen verwandt wurden? Ja, dazu kann ich eigentlich nicht viel sagen, nur das, was ich vom Herrn Brandt, hieß er, glaube, gehört habe, da er wohl 200.000 D-Mark bekommen haben soll, genau, vom Verfassungsschutz, und diese dann bis zum letzten Pfennig wieder in Flugblätter und anderes Material geflossen sind. Hat man sich in der NPD darüber amüsiert? Na sicher hat man sich über den Verfassungsschutz lustig gemacht. Zum Beispiel der Herr Wohlleben hat des Öfteren geäußert, V-Männer bei uns ist mir doch völlig egal, die erfahren eh nur das, was sie wissen dürfen. Hat es, darüber haben wir auch schon diskutiert, aus Ihrer Sicht in die andere Richtung auch Unterstützer beispielsweise in der Polizei gegeben oder Unterstützer beim Verfassungsschutz? Also der Herr Wohlleben hat mir einmal bei einer Versammlung der NPD in Jena gesagt, auf meine Frage hin, wie überprüft ihr denn die Leute, die bei euch Mitglied werden wollen, ob das nicht irgendwelche U-Boote sind. Da hat der Herr Wohlleben gesagt, da reicht mir ein Anruf bei der Polizei und da weiß ich Bescheid.